Hallo, ich bin Jürgen Zwickel, dein mentaler Potenzialmaximierer und dein Begleiter zur Stärkung deiner Persönlichkeitsfitness. Schön, dass du in dieses Video hineinschaust und vielen Dank für dein Interesse. Und in diesem Video geht es heute darum, wie du eine Situation verändern kannst, ohne dass sich die Situation verändert. Wenn du wissen willst, was sich genau dahinter verbirgt, dann bleibe bitte unbedingt dran. Wie schaffen wir es, eine Situation zu verändern, obwohl sich die Situation an für sich nicht verändert hat? Ist das nicht so eine spannende Frage? Denn für gewöhnlich läuft es doch so ab. Uns begegnet im Außen eine Situation und in Bruchteilen von Sekunden denken wir über diese Situation. Entweder positiv und stärkend oder negativ und schwächend. Ein Beispiel. Stell dir mal vor, wenn du im Kundenbereich tätig bist, ein Kunde unterschreibt einen Vertrag bei dir. Was passiert jetzt in diesem Moment? Klar, du wirst natürlich dich freuen und somit für dich positiv und stärkend über diese Situation denken. Und jetzt nehmen wir mal das andere Beispiel. Ein Kunde, obwohl du ihn schon länger begleitest, unterschreibt jetzt nicht bei dir. Was passiert jetzt in diesem Moment? Die meisten denken jetzt wahrscheinlich negativ und schwächend über diese Situation. Und solche Situationen, wie gerade beschrieben, gibt es natürlich in allen Facetten und in allen unseren Lebensbereichen. Und gerade wenn diese Situationen im Ursprung nicht unbedingt gleich positiv für uns sind, dann denken die meisten eher negativ und schwächend, fühlen sich entsprechend und das hat natürlich wieder Einfluss auf das Verhalten, auf unsere Wirkung. Und jetzt kommt ein interessanter Gedanke. Jeder von uns, du und auch ich, wir können Situationen, die uns begegnen, anders denken. Es kommt ursächlich nicht auf die Situation an, sondern es kommt ursächlich darauf an, wie wir über die Situation denken. Und jetzt ein Tipp. Wenn du also zukünftig Situationen in deinem Leben hast, beruflich oder persönlich, und du merkst, dass du über diese Situation jetzt negativ und schwächend denkst, dann geh einen Schritt zurück, und mache dir bewusst, dass du jetzt auch anders über diese Situation denken kannst. Und frage dich, wie könnte ich noch über diese Situation denken? Welche Alternativen des Denkens würde sich hier noch anbieten? Und wenn du das machst, dann passiert etwas Erstaunliches. Denn mit einem anderen Denken, mit einem stärkeren Denken, kreierst du dir ein anderes emotionales Innenleben. Dadurch gibst du dir die Chance, anders dir gegenüber dieser Situation dich zu verhalten und somit auch eine andere Wirkung zu erzeugen. Denn Denken löst immer Emotionen aus, Emotionen spiegeln sich im Verhalten und das Verhalten hat natürlich eine Wirkung, die wir nach außen geben. Und deswegen nochmals dieser Schlüsselsatz. Jeder von uns, du und auch ich, wir können Situationen anders denken, dadurch andere Emotionen erschaffen, uns anders verhalten und dadurch auch eine andere Wirkung erzeugen. Wichtig? In dem Moment, in dem wir über eine Situation unbewusst denken, schwächend denken, ist es wichtig, uns das bewusst zu machen. Und genau das wünsche ich dir, dass dir das in Zukunft viel stärker bewusst wird, dass du das für dich in bestimmten Situationen anwenden kannst und somit auch deinen mentalen und emotionalen Zustand aus dir selbst heraus verändern kannst. Und dafür wünsche ich dir alles, alles Gute und natürlich weiterhin viel persönlichen Erfolg. Und ich freue mich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, beim nächsten Impuls. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund und denke immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.